das... Ich liebe ihn. Dann setz ich auf. Und mehr denn je kann ohne ihn im Kopf nicht sein. Ich habe als erstes ihn kennengelernt mit dem Text Das Kaffeehaus. Das war ja von Goldoni übernommen, die Vorlage, obwohl dann die Dialoge, soweit ich das weiß oder noch, mich noch erinnere, eigentlich ganz stark auch seine eigenen Intuitionen waren. Das war schon eine ganz wichtige Erfahrung für uns, dass wir gesehen haben, man kann tatsächlich auch mit Schauspielern arbeiten, die nicht Gruppenmitglieder sind. Man kann auch mit denen was ganz Spezielles, Spezifisches und Eigenartiges erarbeiten. Er hat mir dann in allem, was wir dann machten, immer die Hauptpartie gegeben. Und ich habe mich dann so langsam da hineingefunden. Es hört sich irgendwie so harmonisch an. Ja, nee, nee. Ja, also das war eher eine Art Erziehung. Er hat dann ja zum Beispiel auch, das ist ja, war wirklich scharf von ihm, also bösartig. Er hat dann, nachdem wir einen Abend gespielt hatten, eine Vorstellung hinter uns hatten, hat er so einen Zettel so mehrfach gefaltet und dann die Namen eingesetzt. Und dann mussten wir alle, jeder Einzelne musste jedem Darsteller Noten geben, wie der gerade war an dem Abend. Und dann gaben alle ihre Noten und dann wurde es hinterher aufgefächert und dann konnte man sehen, wer gewonnen hat. Meistens habe ich gewonnen. Es war so peinlich. Die haben immer vor Angst vor ihm, haben sie immer möglichst alles so gewertet, wie er es sehen wollte. Schön nichts geworden. Darauf kam es ja der Mutter letztendlich an. Wahrscheinlich liegst du gerade jetzt im Bett mit einem Mädchen. Oder ist es vielleicht wieder ein Mann? Streichelst ihre glatte Haut, die Hüften, die Schenkel, den Bauch, den Busen. Du küsst ihre Haare, die Augen und den... Scheiße, hör auf, ich kann's nicht ertragen. Als du nicht kamst, nicht lächeltest, nicht von Liebe sprachst. Als ich aufgeben musste, an dich als an etwas Reales zu denken, sagte ich mir, ich muss sterben, dass er mich liebt. Ja, was soll man da sagen? Starker Text, wunderbar. Ganz große Poesie für mich. Große Dichtung. Können Sie sich vorstellen, an wen das gerichtet ist? Ja, ich könnte mir jemanden vorstellen. Doch, das war auch damals schon, glaube ich. Du musst dir vorstellen, große schwarze Hände auf meiner weißen Haut und diese Lippen. Du weißt ja, alle Neger haben dicke, warme Lippen. Fest in Ohnmacht, Liebste. Platz nicht, du blöde Kuh, hol Zeitung los! Was ich damals nicht wusste, und Willi hat mir das auch nicht erzählt, dass sich das Ganze um eine Analyse von Rainers Liebesleben handelte. Das wusste ich nicht. Und inwiefern Rainers Liebesleben? Ja, weil er die Petra war. Mhm. Rainer. Und das wusste ich nicht. Wir wollen ehrlich sein miteinander. Aber du verträgst es nicht. Du willst ja angelogen werden. Ja. Lüg mich an. Bitte lüg mich an. Also gut, stimmt nicht. Ich bin die ganze Nacht allein spazieren gegangen und habe nachgedacht über uns. Ja? Das ist nicht wahr. Natürlich nicht.
Ich habe schon mit einem Mann geschlafen. Das ist doch nichts Entscheidendes, oder? Nein, nein. Natürlich nicht. Aber ich versteh's nicht. Wirklich. Ich versteh's nicht. Warum? Warum? Du halt nicht weinen, Petra. Schau, ich mag dich doch, ich lieb dich doch. Aber, naja, es war doch klar. Ich werde immer mal wieder schlafen mit einem Mann. Das ist bei mir so. Inhaltlich wurde nicht aufgeklärt und nicht geprobt. Es waren eben auch unterschiedliche Menschen, die da aufeinander trafen. Und ich glaube, dass Rainer immer die Absicht hatte, die Menschen so unterschiedlich sein zu lassen wie möglich. Also um sie irgendwie zu charakterisieren und dann vielleicht auch zu denunzieren. Also ich habe das gern gehabt, ich fand das toll, Figuren so deutlich zu zeigen, dass sie auch denunziert sind. Ich habe halt das aufgenommen, was die Margit sagt. Und daraufhin habe ich reagiert. Und das ist mir ein leichtes, zu reagieren auf das, was andere Menschen so von sich geben. In diesen 9 Drehtagen, die wir hatten, hat er mich unheimlich fertig gemacht. Irgendwie hat es geschafft, mich immer zu Tränen zu bringen. Und dieser arme Maskenbildner musste mich ununterbrochen nachschminken, weil die Tränen nur so liefen. Ja. Der hat mich eigentlich mental in eine Stimmung versetzt, die 9 Tage, die total deprimierend waren für mich. Aber es wäre auch anders gegangen. Wie hat er Sie dann zum Heulen gebracht? Also indem er Intimitäten auserzählt hat vor 50 Leuten. Das hat er ja gerne gespielt, nicht nur mit mir, auch mit anderen, ja. Einmal hat er mich zum Beispiel damit verunsichert, dass er mir unmittelbar vorm Drehen so einen langen, neuen Text gegeben hat, den ich dann innerhalb von Minuten irgendwie erfassen musste, auswendig lernen oder wie. Das kann man ja so schnell gar nicht. Dann ist man in einen Zustand versetzt, den kann man gar nicht erspielen, den erleidet man fürchterlich. Oh Mann, ich bin so im Arsch. Lieber Gott, womit habe ich das verdient? Womit bloß? Kann. Ich glaube, er hat überhaupt selber nur eine Inszenierung gemacht. Ich habe dann gelernt im Laufe der Proben an diesem Stück und die Vorstellung, die wir dann spielten, dass der viel sensiblere von uns beiden der Rainer war. Der Jean ist eigentlich der das Fräulein Julia irgendwie quält. Aber er spielte den wirklich sensiblen Menschen. Er spielte das derartig fein, also unvergleichlich. Ich kann mir vorstellen, dass man in so einem Theater, das wiederum abhängig ist von der Stadt, vom Land Hessen, dass man da sehr viel von so politischen Vorgängen, die in einer Stadt passieren, begreifen kann und mitkriegt. Und ich bin sicher, dass man daraus tatsächlich Themen entwickeln kann, die dann für Frankfurt stimmen, aber überhaupt für eine Beschäftigung mit politischen Themen stimmt. Wichtig war für ihn, dass er dann das Stück Der Müll, die Stadt und der Tod geschrieben hat. Und wie viel Zeit er darauf verwendet hat, weiß ich nicht. Ist auch wunderbar geschrieben, wunderbar und durchkomponiert. Ja, ich habe tatsächlich gedacht, du würdest in meinem Grab stehen, weinen. Und wegen mir. Auch das war kindisch. Ich musste mir klar werden, dass ich allein bin. Bah, sein werde. Kommen wirst nicht du, zu heilen, zu erlösen. Kommen wird niemand. Also wir haben ja alle irgendwie
so ganz private Beziehung zu ihm gehabt. Weil er hat sich mit jedem so existenziell auseinandergesetzt, dass das unmittelbar in das eigene Leben eingriff immer irgendwie. Und so hatte jeder sicher seine eigene Last zu tragen da und musste mit irgendwas fertig werden. Und so ging es mir auch.